So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing, denn ich habe gesagt, ich habe drei Pakete bekommen von der Postfrau, die gerade geklingelt hatte, aber ich nehme alles einzeln auf, weil ich so ein gerissener Fuchs bin und deswegen kommt jetzt das interessanteste Paket, weil das habe ich nicht bestellt. Diese komischen Cup-Noodles da für 15 Euro habe ich bestellt. Diese ganzen Paldo-Nudeln, die im Chat gesagt wurden, probier die unbedingt mal, habe ich bestellt. Aber das habe ich nicht bestellt. Das ist nämlich jetzt extra endlich das Paket, was der Leon schon seit 3 Jahren versprochen hat. Er hat ja gemeint, Ramses, du hast ja bald die 10.000 Abonnenten. Ich bastel ja so gerne, ich will dir da was basteln, ich will da was zurechtmachen, dass du dann, wenn du deine 10.000 Abonnenten hast, was hast, was du dir hinstellen kannst. Dann hat das ein bisschen gedauert. Wir haben die 10.000 erreicht. Es hieß die ganze Zeit, correct. Es dauert noch, ich muss noch Farbe besorgen. Ich habe noch nicht die richtige Farbe. Die Farbe ist ausverkauft, hin und her. Dann wusste ich gar nicht mehr. Dann plötzlich andere Projekte, sonst wie. Jetzt habe ich die 12.000 Abonnenten erreicht. 2.000 Abonnenten später. Plötzlich kommt das Paket an. Vor allem ist es ein Amazon-Karton, der mit Edding, vielleicht musste er Edding besorgen erst, damit er den Karton schwarz anmalen kann. Du musst den dann nicht schwarz machen, hättest du den so gelassen. Guck mal, Panzertape, guck mal, Panzertape schon wieder. Boah, Leon. Und dann schwarz mit Edding den ganzen Karton anmalen. Sag mal, muss das sein? Aber du hast was vergessen. Guck mal, der Boden. Guck mal, der Boden. Ne, guck mal. Für meinen Bruder. Guck mal. Da hast du was vergessen. Das geht so nicht. Oben sieht es am besten aus. Da ist hier eine Platte drauf, wie er gesagt hat. Das wollen wir jetzt mal aufschneiden und da mal reingucken. Denn ich habe, wie gesagt, eigentlich keine Ahnung, was das jetzt überhaupt wird. Ich habe gedacht, er hat da jetzt eine übelst geniale Skulptur, irgendeinen Play-Button oder so, selber gebastelt. Richtig stylisch. Aber kriegt man das selber überhaupt hin, dass das richtig stylisch ist? Oder ist da jetzt einfach nur ein fettes Stück Stahl drin mit Edding draufgeschrieben? Ramses! Und das war's. Ich habe keine Ahnung. Das kann jetzt wirklich entweder richtig stark sein, richtig genial, mich komplett von den Socken hauen. Oder ich stehe da und denke mir dann, was zum Teufel soll ich damit machen? Ich habe ein bisschen Angst, dass es Nummer 2 wird. Aber gucken wir uns mal an, es ist auf jeden Fall schwer. Haben jetzt fast das Ding auf. Es fehlt noch, ein Ding fehlt noch, hier hinten. Wollen wir es auch so aufmachen? Komm. Wir könnten es eigentlich einfach oben aufbiegen, aber wir schlitzen es auch hier hinten einmal durch. Ja, toll. Jetzt weiß ich auch, was er gemeint hat mit, da darfst du aber oben nicht reinstechen, da ist noch was für ein Adi. Guck dir das an, da liegt oben einfach ein Tütchen KitKat drauf. Das darfst du nicht so aufmachen, dass du so durchgehst. Ich habe extra oben eine Tretmine draufgelegt. Wenn du dann da durchschlitzt, dass alles versaut ist. So, einmal Lachs. Metlachs, ne? Medizinischer Lachs für den Adi. Seht ihr Metlachs? Seht ihr bestimmt nicht. Das tun wir mal hier rein. Ja, ich bin der Adi, da muss ich gleich gucken. Schnell, Metlachs. Adi, aber bitte nicht die Tüte jetzt anfressen, ja? Ich glaube, das war keine gute Idee. Wir nehmen den Metlachs einfach mal mit. Wir hängen den Metlachs einfach hier drum. So. Ihr könnt jetzt beobachten, was Adi mit dem Metlachs macht. Und dann haben wir hier alles Handarbeit in Liebe zum Detail. Kleine Zettel für die Schnitzeljagd. Alles Handarbeit in Liebe zum Detail. Erstes aufmachen. Erstes aufmachen. Hier reißen. Reißen? Kann ich nicht einfach dieses komische Klebedings aufmachen? Soll ich wirklich an der Linie hier oben aufreißen oder was? Bist du verrückt? Im Endeffekt mache ich jetzt alles kaputt. So, wir machen das auf. Jetzt ist da hier nichts mehr drin. Dann habt ihr hier einen Zettel. Den Zettel, den versucht ihr dann noch weiter aufzumachen. Das stellen wir so lange mal hier rein, Adi. Jetzt hast du keine Möglichkeit mehr, da ins Waschbecken zu kommen, wollte ich sagen. So hat er den Zettel vor 3 Jahren geschrieben, als er das schicken wollte, oder jetzt erst? Jetzt pass auf. Oh. Ein grüner Zettel.
Moin, moin, Ramon. Lang ist es her, damit du die 10.000 Abonnenten erreicht hast. Dass du die erreicht hast. Damit du die erreicht hast. Abonnenten. Aber ich, Leon, ich ziehe mich jetzt nicht dran auf. Und auch lange ist es her, wo ich eine Überraschung angekündigt habe. Doch ich habe es nicht vergessen. Auch wenn meinerseits da recht viel Ruhe sich darum gelegt hat. Wer drückt sich denn so aus? Ich bin seit einem Dreivierteljahr so gut wie jeden Stream dabei, weil es mir Spaß macht, mit dir und der Community zu interagieren. Zu helfen, zu hellen und anderen einen Gefallen zu tun. Bitte wenden. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Ich habe dir hier, wie ich es jetzt mal nenne, den goldenen Streamer-Pokal gebaut. Ich dachte, der goldene Handschuh. Adi, lass die Tüte in Ruhe. Den du zu jeder Zeit dir anschauen kannst, auch wenn du mal nicht so sonnige Tage hast, einfach als Motivation weiterzumachen, dich zu stärken, zu strägen, um dich zu strägen. Das ist nicht zur Stärkung, das ist zur Strägung. Weiterzumachen und um dich zu strägen und aufzubauen. Ich hoffe, ich konnte dir damit eine Freude machen. Auf weiter gute Zeiten, auch wenn's nicht immer lasse korrekt zugeht. Sorry für die Fehler im Text. Hab schon lange nicht mehr mit Zettel und Stift geschrieben. Liebe Grüße, Leon M. Den 17.06. 22.53 Uhr. 17.06. 22.53 Uhr. Bei mir ist jetzt hier der 22.06. Okay. Aber Leon, jetzt noch ein was. Sorry für die Fehler im Text, hab schon lange nicht mehr mit Zettel und Stift geschrieben. Warum ist denn automatisch, wenn man mit einem Stift auf einen Zettel schreibt, schreibt man mehr Fehler, als wenn man am Handy schreibt oder am PC? Das verstehe ich nicht. Also eigentlich ist doch die Rechtschreibung und Fehler und sonst was, macht man die immer, egal ob man jetzt am PC schreibt oder am Handy oder auf dem Zettel und Stift. Und wenn man alles richtig schreibt, dann schreibt man alles richtig. Und wenn man alles falsch schreibt, schreibt man alles falsch. Aber beim Leon muss ich sagen, so wie das geschrieben ist, so schreibt er auf jeden Fall nicht privat, so schreibt er auch nicht im Stream. Wenn er da Nachrichten schreibt, da sehen die Nachrichten eigentlich immer fehlerfrei aus. Richtig genial. Vielleicht gibt er sich da richtig Mühe. Oder vielleicht ist das wirklich beim Leon, sobald er einen Stift in der Hand hat, dann explodiert alles und deswegen geht das nicht. Wer schreibt schon heutzutage noch mit Stiften? Jetzt hat er wirklich hier ein Loch reingebissen. Aber Spaß beiseite, bei allem hin und her. Ich finde es auf jeden Fall schon mal cool, dass du was gemacht hast, dir die Mühe gemacht hast, egal was mich da gleich erwartet. Ich finde es cool, dass du das so verpackt hast wie eine kleine Schnitzeljagd, dass man da reingeht und dass man da erstmal hier wenden und hier drücken und hier aufmachen und dann jetzt erst das und jetzt erst hier, dann nach zwei Seiten geschrieben, auch so schöne, nette Worte gefunden hast. Ich finde es gut, dass du dich da wohlfühlst in der Community. Ich würde mir einfach wünschen, dass du für dich selber ein bisschen mehr Selbstvertrauen aufbaust, denn du siehst, die meisten Leute, der Hauptteil der Leute, akzeptiert dich so trotzdem, wie du bist, schätzt dich so, wie du bist, hat auch kein Problem damit, wenn du da bist. Die meisten sagen immer, hey, yo, bla. Wenn es wirklich mal einen einzigen gibt, der mal sagt, Leon ist doof, dann seh doch, dass 99% der Leute dich mögen und nur einer sagt, du bist doof. Und vielleicht sagt er das, weil der selber doof ist. Aber lass dich davon nicht jedes Mal aus dem Boxhorn jagen. Werf nicht immer alles direkt hin, nur wegen einer Person. Und da sag ausgerechnet ich, der es auch so macht. Wenn da 100 Zuschauer sind und alle sagen, Ramses!
Und dann kommt einer und sagt, du stinkst. Da beende ich auch direkt den Stream und sage, alles klar, wenn ihr sagt, ich stink, dann gehe ich mich jetzt waschen, Jungs, ne? Ich weiß, wie das ist, aber trotzdem, mach nicht dieselben Fehler wie ich. Wir stehen hinter dir als Community, als Gemeinschaft. Jetzt packen wir das hier noch aus. Jetzt sieht es nämlich immer noch so aus. Da ist noch leider lauter Dings. Küchenrolle hier dabei. Ganzen Wichstücher, die er da reingeschmissen hat. Säuberlich noch angefeuchtet. Dann haben wir hier ein komisches Blatt. Okay. Das Judeblatt. Schmeiß mal rein. Jetzt haben wir noch mehr Blatt daneben. Noch mehr Blatt da drüber. Wir haben noch mehr Blatt an dem Rand. Da ist noch mal was drauf, aber das würde jetzt schon zu viel verraten wahrscheinlich. Wir haben hier noch mal Tücher. Wir haben hier noch mal, was weiß ich, noch mal Tücher. Wir haben hier noch mal so Blatt. Also Papier. Wir haben noch mal Tuch. Mann, die Spannung steigt. Und jetzt unter diesem Tuch müsste eigentlich dann es kommen, wenn es dann es soweit ist. Ach du meine Fresse. Alles in mühevoller Handarbeit. Ich traue mich gar nicht, das rauszunehmen, weil ich Angst habe, dass es kaputt geht. Guckt euch das mal an, wenn ich es rauskriege irgendwann. Jetzt muss ich nochmal hier reinschauen. Ramses der Dicke, 10.000 Abonnenten. Guckt euch das mal an. Ramses der Dicke, 10.000 Abonnenten. Ein hölzerner Sockel mit einem Schild angeschraubt. Dann hier Farb reingraviert so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht genau, wie das gemacht ist. Ein bisschen so gestanzt mit Stanzbuchstaben irgendwas. Das sieht jetzt ein bisschen unsauber aus, sag mal. Aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Die Aufteilung, naja, ich hätte dann schon es mittig gemacht. Ramses der Dicke, 10.000 Abonnenten und nicht das hier angefangen und das da drunter geklatscht. Also die Aufteilung hättest du noch besser machen können, aber dass das einen richtigen Sockel hat, dass das ein richtiges Schild hat, dass ihr das hier rumdreht und seht, das ist ein Tisch, das ist ein Schreibtisch. Hier habt ihr auch einen Stuhl extra. An diesem Schreibtisch ist ein Stuhl und da sitzt ein Männchen drauf. Das Männchen besteht aus Schrauben, ja? Schrauben und Muttern. Ihr habt hier drüben, ihr habt genau die zwei Bildschirme, dass ihr einfach seht, wie das aussieht. Ihr habt den einen Bildschirm, den Hauptbildschirm, wo hier oben die Webcam natürlich drauf steht. Ihr habt den zweiten Bildschirm, wo hier drüben dieses Ringlight steht, was mir ins Gesicht blendet immer. Ihr habt die Tastatur vor mir liegen. Ihr habt hier die Tastatur, ihr habt hier drüben die Maus neben der Tastatur. Und wenn wir eine Maus haben, haben wir natürlich hier auch eine Katze. Das ist das, was hier die ganze Zeit rumhüpft. Ihr habt diese Katze hier auf dem Schreibtisch stehen, die da an der Ecke sitzt und guckt, was man da macht. Ihr habt auch schön hier, das ist original, genau, original nachgebaut. Denn ich habe auf der Seite natürlich hier mein Ding mit dem Tower drin. Da ist also, steht da PC drin, das ist mein Stuhl, das ist meine Unterlage, ich sitze da rum, das bin ich, ich habe Kopfhörer auf, ja, ich habe riesen Glubschaugen, das bin ich, das ist Ramses am Schreibtisch, Ramses beim Streamen. Boah, und wenn du dran riechst, wirst du gleichzeitig noch high. Also Leon, ich muss sagen, das ist wirklich genial, das ist wirklich top. Ich habe die Befürchtung gehabt, dass das vielleicht einfach total weird ist und total komisch. Es ist richtig genial. Ich hätte nie gedacht, dass du jetzt den kompletten Schreibtisch nachbaust. Dann das auch so schön vergoldet, alles so detailgetreu, original. Mit den zwei Bildschirmen, mit der Tastatur und ich als Männchen da sitzen, mit den Armen, mit allem drum und dran, auf dem Stuhl, ja. Das hier vorne, das hätte schöner sein können, dass das schön mittig ist und zentriert. Aber das sind Peanuts.
Es geht ums Gesamte und das Gesamte ist einfach ein Kunstwerk. Das sieht auf jeden Fall richtig stark aus, richtig brutal. Dankeschön dafür, das hätte ich nicht gedacht. Guckt euch das an, wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Danke Leon und auch danke für deine Unterstützung in letzter Zeit. Weil es gerade mal keine Mods da waren, keine Shinaya, kein Thomas, kein Tobi. Und es mit Mewtwo so heiß herging und so viel los war im Chat und so viele Leute gespammt haben und da rumgewühlt haben, dass du gesagt hast, du räumst ein bisschen auf, du bleibst da während des ganzen Streams, du kümmerst dich da ein bisschen, hast die Leute dann immer beraten, hast denen das erklärt, hast aufgeräumt, hast Auszeiten gegeben, hast Nachrichten gelöscht, hast für Ordnung gesorgt, dass sich die restlichen Leute nicht belästigt fühlen. Ja, der Adi hat sich jetzt bequem gemacht. Das muss unbedingt in meinen Schrank kommen, das muss unbedingt irgendwo hin, wo man das jederzeit sieht. Das ist hammerhart, sowas habe ich noch nicht erlebt, habe ich noch nicht gesehen. Und es ist nichts Gekauftes und einfach so Geschenktes. Es ist wirklich was Selbstgebasteltes, es ist was, was jemand selbst aus eigener Idee, eigener Kreativität, mit Liebe zum Detail gebastelt hat. Und das ist auf jeden Fall viel wert. Danke dafür, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von meiner Seite aus. Guckt euch doch mal die dicke Wurst an. Wenn sie gerade nicht auf dem Schreibtisch liegt, liegt sie dann hier und guckt so, wie sie guckt. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses! Ah, die Schatz!